So, wir grüßen euch, liebe Immobilienfans. Heute mal wieder ein Video fett aus der Praxis. Heute mit meinem Digital Marketer, mit dem David. Wie sich das gehört, hat er sich natürlich von dem Thema Immobilien auch anstecken lassen und hat jetzt mit seinem Kollegen, mit dem Mario, seine Ege und Geis, ich sag mal Immobilien GmbH gegründet. Hat vorher ganz brav mitgearbeitet an der Kurserstellung zum Thema, wie man Vermögen aufbaut, und hat sich dann quasi so das Eigenkapital auch erarbeitet durch verschiedene Investments, und was heute dazu geführt hat, dass er sich seine erste Immobilie kaufen konnte in der Firma Ege und Geis, und zwar mit der Idee des sogenannten Fix und Flips. Das Haus, man heißt, man versucht, ein günstiges Objekt anzukaufen, das viel Potenzial hat, und wertet das Objekt dann auf und bietet dieses aufgewertete Objekt dann am Markt an, mit der Hoffnung, aber noch nicht dem genauen Bewusstsein oder dem Wissen, mehr am Ende dann dafür zu bekommen. Ja, wir sind jetzt heute hier bei einer schönen Zwei-Zimmer-Wohnung mit wie viel Quadratmeter die? 60. Ja. Mit fetten 60 Quadratmeter. Das Coole ist, mit einem Pool, mit einer Sauna. Also eigentlich ziemlich geil. Das ist so eine typische Hipster-Wohnung, wo man richtig was draus machen kann. Auch relativ grün. Wir werden euch gleich mal in die Wohnung führen, euch das Projekt vorstellen. Könnt ihr selber auch mal kommentieren, ob ihr euch dieses Projekt auch rausgelassen hättet oder ihr lieber gesagt hättet, David, bist du blöd? Wobei, da müsst ihr auch sagen, Flo, bist du blöd, denn ich habe den beiden beim Objektsuche geholfen. Die haben dann die ganze Kommunikation betrieben und am Ende haben wir schon mit dem Makler verhandelt und haben einen guten Preis bekommen. Wir haben jetzt 120.000, ne? 125.000 für das Objekt bezahlt, was recht viel Potenzial hat. Und jetzt gehen wir gemeinschaftlich hoch und gucken uns mal das erworbene Gut an. Servus Leute! Motivation ist wichtig, deswegen läutet die Glocke, lasst euer Like und Abonnement da, denn es ist wie beim Sport. Umso mehr ihr eure Spiele anfordert, umso mehr haben sie Spaß, sich einzubringen, Gas zu geben und dein Bestes zu geben. Beste Grüße, euer Flo. Okay, los geht's. Wir sind jetzt hier also in Nürnberg und schauen uns in diesem Objekt das Haus an. Was mir an dem Objekt ganz gut gefällt, es ist ein Mehrfamilienhaus, ist noch nicht so hoch und es hat ein bisschen was Hipstermäßiges. Das ist auch das, was uns gefallen hat. Du hast hier zum Beispiel eigene Kellerräumlichkeiten und der Keller ist nicht im Erdgeschoss, was ich auch ganz praktisch finde. Das heißt, du bist relativ nah auch vom Apartment am Keller. Es ist schön mit Wein überwachsen. Es ist eine extrem gepflegte Anlage. Wir können jetzt erst noch mal rummarschieren und uns ein bisschen die Anlage anschauen. So. Ah, top. Man sieht auch, hier wird Gas gegeben. Und ist auch alles schön grün. Und es ist auch verkehrstechnisch sehr intelligent gelagert. Das heißt, jemand, der schnell zur Arbeit will, der auf die Autobahn will, hat hier einen sehr guten Zugang zur Autobahn. Aber auch so ein bisschen das Thema Lautstärke ist ganz gut abgefedert. Wir sind gerade zur Hauptverkehrszeit da, durch letztendlich diesen grünen Wall hier zur Rechten. Vielleicht hältst du ein bisschen nach links. Kann man sehen, dass man sich ja wirklich Mühe gegeben hat. Es ist extrem grün. Besonders toll ist auch, dass der Nachbar im Erdgeschoss, wir sind im ersten Stock unterwegs, eine wirklich total süße, extrem liebevolle Gartenanlage konzipiert hat. Und das gefällt mir natürlich gut. So, ich glaube, hier können wir irgendwo reinlaufen. Müssen wir mal gucken. Können wir ein Stück reingehen, nur um euch es ein bisschen zu zeigen. Jupp, los geht's. Wissen, du hältst ein bisschen drauf. Also man sieht, es ist eine sehr, sehr gepflegte Anlage. Und auch da vorne in der Anlage, wenn man da runter geht, gibt es ein eigenes Schwimmbad. Das ist wirklich super. Leider haben wir heute einen Schwimmbadschlüssel nicht dabei. Oder haben wir den dabei, David? Das weiß ich gar nicht. Okay. Müssen wir mal schauen. Okay, wir haben, also da ist ein richtig cooles Schwimmbad mit drin und auch eine ziemlich neue Sauna. Das heißt, derjenige, der sich nach der Arbeit auch ein bisschen entspannen will, der ist hier wunderbar aufgehoben. Jetzt halten wir von hier noch mal die Kamera drauf. Also das Objekt in Summe gesehen ist eigentlich ganz nett, es ist friedlich, es ist schön grün, es ist gut gepflegt und letztendlich ist die Wohnung hier so ein bisschen versteckt, hier im linken drin, im ersten OG, das heißt auch kurze Wege und kein Fahrstuhl, das ist immer top. So Leute, wir wollten euch das Schwimmbad nicht vorenthalten, jetzt gucken wir mal rein, vielleicht haben wir Glück, es sind ein paar coole Hühner drin,
kriegen wahrscheinlich eine Backpfeife und müssen wieder raus. So, jetzt haben wir hier quasi, schön sauber, das ist zugestaut. Und kleine Herren, probieren mal aus, was hier geht. Wir haben quasi hier die Herrenherde drin. Also alles recht niedlich. Und die Dusche ist jetzt nicht so spannend. Können wir quasi wieder rausmarschieren. Wir können mal gucken, ob die Schlüssel auch für die Sauna geht. Wir können mal schauen, ob die Schlüssel auch für die Sauna geht. Hast du? Ja. So, jetzt bin ich am Schwimmbad. Marschieren wir auch so rum. Also schauen wir mal, wie man jetzt funktioniert nicht. Aber geil, du hast jetzt hier quasi, oh, es halt in die Hölle, sorry Leute. Du hast jetzt hier quasi dein eigenes Schwimmbad mit dabei. Und das hat uns besonders gut gefallen. Wir haben versucht, gerade die Sauna aufzusperren. Hat leider nicht funktioniert, Leute. Also nur euch mal einen guten Blick zu geben, was hier noch so zu bieten ist. So, wir kommen jetzt am Schwimmer wieder raus. David ist noch ganz vom Chlor narkotisiert und ist fast umgefallen. Sehen wir hier auch nochmal die Außenanlage. Vielleicht hältst du mal drauf. Das ist wirklich nice, wenn du da rüber hältst. Das ist hier wirklich schön. Extrem gepflegt. Wow. Fällt mir gut. Hier kann man richtig schön in Ruhe wohnen. Hier hört man noch die Vögel zwitschern. Na, was will man mehr? Kann man sich also gut vorstellen. Deswegen ist natürlich immer gut bei so einem Fix- und Flip-Modell, wenn nicht nur die Wohnung nett ist, sondern auch das Surrounding nett ist. Weil letztendlich brauchst du ja beim Fix und Flick einen Emotionskäufer, also keinen Kapitalanleger, sondern du brauchst jemanden, der sich in die Wohnung verliebt und sagt, wow, hier will ich wohnen, das ist meins. Und den interessiert dann einfach auch den Aspekt der Kapitalanlage nicht, weil der kauft es halt einfach für sich. Das ist dann Konsumgut und das ist ja auch legitim. So, jetzt marschieren wir mal in die Wohnung. Hey, ich grüße dich. Für alle, die noch kein Eigenkapital haben, jetzt gut zuhören. Im Leben ist eigentlich vermögenstechnisch ein Dreiteiler. Der erste Teil beschäftigt sich damit, sich zu qualifizieren. Da ist Deutschland gut aufgestellt, dich zur Fachkraft zu entwickeln, damit du in der Lage bist, mit deinem Kopf, mit deinen Händen aktiven Cash zu generieren. Der zweite Teil, und das müssen wir lernen, und das ist mit das Schwierigste, ist, wie man Geld managt, wie man Vermögen aufbaut, wie man Geld behält. Und erst der dritte Teil beschäftigt sich eigentlich mit Investment. Weil um investieren zu können, brauchst du auch Investitionsmasse. Wenn dir also noch Eigenkapital fehlt und du noch nicht so den Bogen raus hast, wie man sein eigenes Geld managt, und das betrifft eigentlich die meisten Menschen, dann schau dir doch mal meinen Kurs an, das Einmaleins des Vermögensaufbaus, denn hier wird dir geholfen. Beste Grüße, dein Florian. Wir sind mit diesem schönen Bauwerk, also erstmal herzlich willkommen. Wir sind jetzt im Treppenhaus und marschieren jetzt mal hoch in den ersten Stock. So, das Treppenhaus ist auch ganz okay. Nicht kein Feuerwerk, aber es ist gepflegt, es ist sauber. Super. So, das war schon alles. Zack, sind wir im ersten Stock. Und damit das Vorgehen mit der Kamera. Hier sind wir jetzt. Das ist die Wohnung hier links. Wenn man was verkaufen will, ne, wisst ihr alle, dann muss man sich ein bisschen rausputzen. Das Erste, was man hier mal machen sollte, ist die Platten ein bisschen putzen und auch die Wände ein bisschen putzen. Wahrscheinlich macht das der Hausmeister regelmäßig, weil die Anlage extrem gepflegt ist. Aber das ist halt jetzt nicht gemacht worden und deswegen macht es extrem Sinn, das jetzt nachzuholen. Den ganzen vorderen Bereich selber mal mit einer Wurzelbürste durchzuschrubben. Die Jungs haben mehr Zeit, ist ihr erstes Investment. Also gibt man alles, was man kann und überlässt einfach nichts dem Zufall. Und dazu gehört hier den Boden sauber zu machen mit einer Wurzelbürste, die Wände sauber zu machen, das ganze Grünzeug hier zu entfernen. Und da haben die Jungs ein bisschen Glück. Die Fenster sind außen ziemlich fertig, aber die Eigentümergemeinschaft hat beschlossen, die Fenster quasi ein bisschen zu renovieren und zu restaurieren. Das heißt, das übernimmt denn hier quasi auch jemand, Fenster auf Vordermann zu bringen. Auch was man hier sieht, ne, das ist zwar Gemeinschaftseigentum, aber keiner hat etwas gegen ein bisschen Pflege. Da würde ich auf jeden Fall das Grünzeug hier auch ein bisschen runterstutzen. Das sieht schöner aus. Wobei auch der Blick hier ist natürlich toll. Du guckst aus deinem Schlafzimmer hier raus und guckst dann quasi direkt hier ins Grün rein. Hey, was willst du mehr? Das ist toll. Das war interessant. Wir haben eben extra die Tür offen gelassen. Jetzt hat jemand die Tür zugemacht. Also man merkt, hier ist ein relativ cooler Pflegezustand.
und auch Kümmerzustand. Und auch was ich hier machen würde, hier wohnt ein Nürnberger Fan, das ist natürlich super geil. Ne, das sieht man hier an der ganzen Geschichte und auch Stefan Hauptner. Aber das sollte man alles entfernen und dann schön mit, das ist alles nur Klebemasse, hier haben wir einen quasi Aufkleber drauf, dass man das richtig sauber schrubbt und auch die Klingelanlage richtig auf Hochglanz bringt und hier mal mit einem Plastikreiniger drüber geht. Und wenn du die Wohnung verkaufen willst, ist der eine erste Eindruck, ist ja nun mal die Tür und das ist wichtig. Also sollte das super aussehen. So, jetzt gucken wir mal, welcher Schlüssel klappt, gleich den ersten erwischt. So, ihr werdet sehen, die Wohnung ist sanierungsbedürftig, deswegen haben wir sie günstig bekommen. Wir gehen jetzt mal durch, wie es aussieht und was wir machen würden. Der David stellt sich jetzt mal kurz hier vorne hin und geht mal in meine Richtung mit der Kamera. Geht mal da, genau. Das Erste, was man macht, was man gar nicht braucht, hier sind überall so alte Oma-Tapeten drauf. Das heißt, Decke, die Seitenwände kann man abspachteln. Da die Jungs nicht so viel ausgeben wollen, aber Zeit haben, ist es ganz klar, das wird selber gemacht. Das macht der David am Gesundheit. Das ist in der Mario Finchlein zu kotzen. Wenn er daran denkt, das selber zu machen, nee, die Jungs sind voll motiviert. Deswegen, das, was man zum Beispiel macht, ist hier noch so ein braunes Telefon, dass man versucht, hier mal ein neues Weißes zu finden. Hier gibt es auch noch alte Sicherheitsmechanismen, die abschraubt und durch ein paar neue ersetzt. Auch die Drückergarnitur ist hier fertig. Also hier gibt es vieles. Dann gibt es hier noch so einen alten Windfang, der auch voll schäbig aussieht, der muss raus. Dann haben wir hier noch eine ganz alte, kann man draufhalten, alte Sicherung. Das heißt, hier muss der Elektriker auch die komplette Elektrizität mal machen. Jetzt gehen wir mal ins Wohnzimmer. Halt mal rein. Das Wohnzimmer ist richtig cool, weil es schön groß geschnitten ist mit einem geilen Balkon. Gehen wir uns hier erstmal auf den Balkon. Finde ich persönlich ist ein Highlight. Hier sieht eine extrem gepflegte Balkonanlage. Der Balkon hat eine mega Größe. Hier ist ein bisschen der Wein gewachsen. Das heißt, auch hier muss man ein bisschen Hand ansetzen und ein bisschen Liebe walten lassen. Den Boden hier, den kerchern wir ab. Die Waschbetonplatten nehmen natürlich das Grünzeug raus, füllen ein bisschen die Ränder auf. Hier sind zwei Platten kaputt. Ja, das wird sich lohnen, die einfach auszutauschen. Hier haben wir einen sensationell coolen Grünkübel. Den heben wir natürlich auch ab, machen da frische Erde rein, damit das gut aussieht. Vielleicht hältst du mal runter, der hat einen total süßen Garten. Also geiler kann es ja wohl nicht sein, wenn du hier sitzt und hörst das Wasser plätschern. Ja, das ist der Wahnsinn. Hier oben hast du auch einiges an Grünzeug. Ja, das musst du mit einem scharfen Spachtel runterholen. Das ist ganz klar. Hier sieht man, die Dichtstachsteckdose ist fachmännisch, die hat einen Spritzschutz, die aber nicht. Die ist definitiv hier in der richtigen, nicht an der richtigen Stelle. Das war wahrscheinlich nachgepunkelt. Das heißt, wenn man die Elektrik neu macht, dann macht man natürlich auch die Außensteckdosen fein. Weil da hast du hier echt ein richtig geiles Grünrefugium. Also schöner kann es eigentlich gar nicht sein. So. Die Heizungsanlage machen wir neu, das ist auch ganz klar. Wir werden hier ein bisschen auftragen mit einer Dämmung und werden dann quasi die ganzen Leitungen ab unten nochmal eine Stufe hin quasi in der Dämmung verschwinden lassen. Und was ich besonders witzig finde, ist, dass hier quasi so eine abgemauerte Mikroküche ist. Und wir wollen ja eine Hipster-Wohnung machen. Das heißt, eine Wohnung, die cool ist, für jemanden, der erfolgreich ist, der auch was zeigen will. Das liegt ja wirklich super. Das heißt, das Ding gehen wir raus und wir machen dann quasi ein großes Wohnzimmer mit einer richtig coolen, offenen Küche. Das ist die Idee. Ja, und dann wird das ziemlich ein Highlight dieser Wohnung. Gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier quasi seltsame Konstruktion, die viel Platz wegnimmt. Vielleicht hältst du hier mal rein, weil da ist kein Licht drin. Das heißt, wir haben hier ein ziemlich dunkles, fensterloses Bad. Hier haben wir so einen kleinen Durchgang. Das haben wir vorhin schon besprochen, das werden wir ein bisschen umkonzipieren. Wir werden quasi diese Wand komplett zumachen. So hast du auch hier mehr Stellfläche, weil vom Wohnzimmer aus musst du nicht unbedingt auf den Pisspot gehen, sondern wir werden dann, weil wir einen recht langen Flur haben, es so machen, dass wir quasi vom Badezimmer aus eine Tür zum Flur haben und das gleiche hat hier, hier haben wir das Schlafzimmer. Da werden wir genauso vorgehen und werden dann quasi hier vom Schlafzimmer aus eine Tür zum Flur machen, sodass du vom Flur quasi Schlafzimmer hast und danach ein Badezimmer. Wir werden hier alle Zagen rausreißen und nur mit Glastüren arbeiten, damit wir mehr Helligkeit in die Mitte des Raums kriegen. Und deswegen kommt hier eine Glastür rein, die Wand kommt weg, dann machen wir ein großes Badezimmer draus, diese Wand hier kommt weg
Und wir werden hier ein Oberlicht einsetzen. Also quasi wie ein Fenster nach außen, nur ein Fenster, was man nicht öffnen kann. Und damit holen wir einmal durch die Glastür und einmal durch das Oberlicht die Helligkeit von den Räumen links und rechts ins Zentrum. Und dadurch wird dann auch automatisch das Bad extrem aufgewertet und besser aussehen. Und das kommt ja auch weg, sodass ich am Ende wirklich einen 8, 9, 10 Quadratmeter Bad habe. Denn dieser Platz, für was soll der gut sein? Der ist für nichts gut. Also nehmen wir ihn weg und erhöhen die Funktionalität letztendlich dieser Wohnung. Die beiden Jungs, dann jetzt quasi alle Wände komplett mit dem Spachtel bearbeiten, die ganze Tapete runterholen, dann wird die Bude richtig schön verspachtelt, das Badezimmer wird neu gemacht, wir werden schön Holzparkettboden hier reinlegen, die Fenster werden neu gemacht und die Heizung, das heißt, es wird ein kompletter Kahlschlag. Wir kalkulieren bei der Renovierung so mit 30.000 bis 40.000 Euro für die komplette Renovierung dieser Wohnung. Und wir werden euch auf jeden Fall immer so ein bisschen auf dem Stand halten und auch hinterher erzählen, euch zeigen, wie letztendlich der Flip funktioniert hat. Mich persönlich freut es extrem, dass jetzt der Mario und der David ihr erstes Objekt fast ohne Hilfe gefunden haben und eingetütet haben. Also Kompliment dafür. Und ich freue mich auch, die beiden ein bisschen beim Ausbau begleiten, zum Ausbau begleiten zu dürfen. Das sind ja beide meine ehemaligen Praktikanten, die jetzt hier ordentlich reisen, ihr Leben gut im Griff haben. Und dann freut es mich natürlich auch, dass ich hier beim Investment ein bisschen unterstützen darf, dass sie einen Top-Start hinbekommen. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Mentoring. Du kannst viel lesen, du kannst viele Seminare besuchen, alles super. Aber es gibt nichts Besseres als die Praxis. Und wenn man angewandte Beispiele letztendlich auch besprechen kann. Ja. Lasst doch einen Kommentar drunter. Hättet ihr es gemacht? Würdet ihr es anders machen? Habt ihr Tipps für die Jungs? Wir freuen euch. Wir freuen uns über eure Tipps. Ich wünsche euch nur das Beste, wenn ihr auch lernen wollt, wie man in Immobilien investiert. Aber habt ihr wahrscheinlich schon. Empfehle ich euch nochmal das Buch, das 1x1 des Immobilienmillionärs, weil damit hat die Erfolgsgeschichte der beiden letztendlich auch begonnen. Beste Grüße aus Nürnberg, euer Flo. Und der David hält heute die Kamera, sonst hätten wir ihn selbst mit drin gehabt. Aber das kann ich ja beschreiben, er ist stolz mit geschwellter Brust, er ist aufgeregt, hat Angst, dass das Budget nicht reicht, aber das werden wir alles hinkriegen, alles wird gut. Beste Grüße, Flo.